Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft grundlegend und macht auch nicht Halt vor den Getreidefeldern. Betroffen ist die Landwirtschaft, wie letztendlich jede Branche. Heute möchten wir uns genauer einem Unternehmen widmen, welches seine Wurzeln auch bei uns in der Region hat. Es geht um Claas. Mähdrescher, die über eine App koordiniert werden, Systeme, die miteinander über das Wetter und die Bodenfeuchte kommunizieren, Arbeitseinsätze, die mit einem Datenstick in die Landmaschine übertragen und auf dem Feld gestartet werden. Die Digitalisierung ist längst in die Landwirtschaft eingezogen. Insbesondere bei großen Feldern wird die neue Technik zu einer echten Hilfe mit vielen Vorteilen. Wenn Mähdrescher auf dem Feld sind, misst im Hintergrund eine App, wie viel Korn bereits geerntet wurde und wie voll die Container inzwischen sind. Die Mähdrescher können so gezielt angefahren und nacheinander entladen werden. Das vermindert Standzeiten und spart Dieselkraftstoff. Die GPS-Technik ist hierbei unverzichtbar. Damit finden die Maschinen auf dem Feld die optimale Fahrspur. Die Abstände zwischen den Fahrspuren werden exakt gesetzt. Möglich macht dies eine Steuerungstechnik in den Achsen der Landmaschinen. Die digitale Technik steuert auch den Einsatz von Düngemitteln. Eine App misst die Zählerstände von Dünger- oder Pflanzenschutzmitteln und ermittelt die Position der Landmaschine. Die Technik erkennt, ob der Landwirt an dieser Position bereits entlang gefahren ist und stoppt automatisch den Düngemitteleinsatz, sollte dies der Fall sein. Das spart Material und schont die Umwelt. All das macht aus dem herkömmlichen Ackerbau die Landwirtschaft 4.0. Ja, liebe Zuschauer, in Chefsache unterhalten wir uns heute über das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und zu Gast im Studio ist Hermann Lobeck. Er ist Geschäftsführer von Claas Saulgau und Sprecher der Konzernleitung der Claas Unternehmensgruppe. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Ja, guten Tag, Herr Benzmann. Herr Lobeck, das waren ja ganz starke Bilder, die wir jetzt gerade hier gesehen haben. Ich habe einen kleinen Sohn, für den ist es ein Traum, einen solchen Mähdrescher zu sehen und am besten obendrauf zu sitzen. Sie sind jetzt Chef eines Unternehmens, das genau in diesem Bereich unterwegs ist. Ist es tatsächlich so toll, wenn man mal so einen Mähdrescher fährt? Ja, das ist es. Und das tue ich schon ziemlich lange bei Claas. Obwohl ich erst in einer kaufmännischen Funktion angefangen habe, aber die Leidenschaft, auch die Maschinen selber zu fahren, die springt sofort drüber. Sie haben ja tatsächlich erstmal so die andere Seite des Schreibtischs kennengelernt, waren Wirtschaftsprüfer, kannten im Prinzip ja auch schon die Zahlen des Unternehmens und sind jetzt sozusagen operativ in das Unternehmen hereingegangen. Wie kam es zu der Entscheidung? Ja, die Entscheidung, die war mir dann ja sehr leicht gefallen. Ich bin angesprochen worden von dem damaligen CFO der Claas-Gruppe und er sagte, Mensch, wollen Sie was machen, wo Sie Spuren hinterlassen können? Und im Fall der Wirtschaftsprüfer, da ist es halt so, man prüft Jahresabschlüsse und dann legt man die nachher wieder weg, ja. Die kommen in eine Schublade. Und wenn man in einem Industrieunternehmen arbeitet, was so tolle Maschinen herstellt, da sieht man dann die Erfolge des Geschäfts auch wirklich auf den Feldern der Welt. Es hat sich unglaublich viel bewegt bei Claas in den vergangenen Jahren. Rund 11.000 Mitarbeiter, 3,8 Milliarden Euro Umsatz. Was treibt denn das Geschäft an? Ja, das Geschäft, das ist erstmal angetrieben durch einen Konsolidierungsprozess in der Welt. Also die Kunden werden professioneller und Claas kann mit Premium-Technik, die sich immer auch im oberen Leistungsbereich orientiert hat, kann darauf gute Antworten geben. Das heißt aber nicht, dass wir unsere mittelständischen Kunden irgendwie vernachlässigen. Aber die Trends sind deutlich da, dass die Felder größer werden und professioneller bearbeitet werden. Und da hat Claas immer einen Vorteil. Man hat ja so ein bisschen eine Vorstellung vom Landwirt, idyllisch, romantisch, der fährt dann die Felder hoch und runter, gerade hier in so einer ländlichen Region. Das, was wir jetzt vorher hier im Einspielfilm gesehen haben, das ist ja in der Tat Hightech. Ist das ein Einzelfall für große Landwirtschaftsbetriebe oder ist das im Prinzip schon sehr verbreitet? Also die Bilder, die wir eben in dem Film gesehen haben, die kommen nicht aus dieser Region. Hier sind wir etwas mehr mittelständisch orientiert. Hier ist ja auch die Futtererntetechnik wirklich zu Hause. Und deswegen ist auch unser Betrieb, der Futtererntetechnik herstellt, in Bad Saulgau. Also im Herzen eigentlich dieses Futtererntetechnikgeschäfts. Die Mähdrescher-Technik, die wir eben im Bild gesehen haben, die wird in Hasewinkel hergestellt. Und die liefert weltweit auch auf die großen Flächen in Ostdeutschland oder in Russland oder in Amerika.
Wie ist es denn aktuell um die Landwirtschaft bestellt? Natürlich muss sich ein Landwirt hierzulande ja auch messen mit anderen Regionen, letztendlich ja sogar weltweit heutzutage in der Globalisierungszeit. Also in der Landwirtschaft haben wir jetzt erstmal wieder 2, 3 schwierige Jahre hinter uns gehabt. Das hat sich auch bei uns aufs Geschäft ausgewirkt. Aber vor allem das Einkommen unserer Landwirte ist in den letzten Jahren stark gebeutelt gewesen. Jetzt sind die Milchpreise in dem letzten Jahr 2017 wieder deutlich nach oben gegangen. Und in dem Bereich Getreideernte hat sich die Welt stabilisiert. Und das sehen wir auch, dass das bei unseren Kunden stattfindet, in Euros, im Einkommen. Und das hilft dann auch den Technikherstellern. Ein Landwirt, der muss natürlich seinen Betrieb im Blick haben, nicht nur für kurze Zeiträume, sondern er muss langfristig denken. Auch ein Investment jetzt beispielsweise in solche Landmaschinen ist ja auch kein kleines. Für so einen Mähdrescher kann man schon mal mehrere hunderttausend Euro hinlegen. Wie eine solche Investition sich letztendlich amortisiert und wo der Trend auch in Zukunft hingeht, liebe Zuschauer bei der Landwirtschaft, das wird unter anderem gleich das Thema hier bei Chefsache sein. Bleiben Sie dran. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir unterhalten uns heute über das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft. Und zu Gast im Studio ist Hermann Lobeck. Er ist unter anderem Sprecher der Konzernleitung der Klaas Unternehmensgruppe. Wir hatten ganz zu Beginn im Einspielfilm selbstfahrende Mähdrescher gesehen. Wird es denn so sein, dass der Landwirt der Zukunft eigentlich seinen Betrieb vom Sofa aus steuern kann? Er drückt ein paar Apps und das war's. Das wäre Digitalisierung extrem, aber der Trend geht dahin. Tatsächlich. Und Sie haben das bei den Mähdreschern gesehen, die können wir heute schon so bauen, dass die selbstfahrend sich einstellen. Alle Funktionen, die vorher ein Fahrer optimieren musste, macht der Automat heute. Und die schaffen es dann auch, ja, Ernteleistung pro Stunde in der Größenordnung von 100 Tonnen die Stunde hinzubekommen, was kein Fahrer so gut kann. Und wenn Sie jetzt das Bild von dem Farmer haben, der nichts mehr zu tun hat, ich glaube, das wird es nicht geben. Aber der Farmer wird immer mehr mit Produkten der digitalisierten Welt auch unterstützt werden. Ein Produkt aus dem Haus Klaas ist auch die 365 FarmNet Farmsteuerungssoftware. Und mit der soll der Farmer seinen Betrieb im Blick haben und Entscheidungen treffen können. Denn das ist heute die große Aufgabe eines Farmers, dass er entscheidet, wann er welche Frucht anbaut und dass er auch über Düngemittelverbrauch Entscheidungen trifft. Und er soll natürlich die richtige Technik auf dem Hof haben und da soll möglichst klar sein. Das ist klar. Dafür sind natürlich unfassbar viele Daten notwendig. Bei Ihnen läuft das sozusagen in dem Geschäftsfeld Farm Management. Wird im Prinzip heute schon alles erhoben oder reicht einfach auch nicht mehr der Blick nach draußen, wie das Wetter vielleicht morgen wird? Nein, das Entscheidende ist, dass Sie die Schnittstellen auf den Maschinen haben und sie dann in die sogenannte Cloud dann auch schicken können. Und dieses Datenmanagement ist noch ausbaufähig. Also wir können das, wir könnten das aber morgen oder wir werden das morgen noch besser können, denn die Echtzeitverarbeitung ist heute das A und O auch für den Kunden. Der kommt mit solchen Rhythmen, alle 5 Minuten werden mal Daten geschickt, kommt er nicht mehr klar. Und daran arbeiten wir, dass wir das demnächst noch besser können. Damit verändert sich natürlich auch grundlegend die Landwirtschaft und auch das Leben der Landwirte. Wird es zu einem, ja, größeren Aussieben kommen, wo nur noch diejenigen überleben, die letztendlich auch solche Maschinen kaufen können. Ich hatte es vor der Werbung kurz gesagt. Das ist ja keine kleine Investition, einen solchen Mähdrescher auf dem Feld zu haben. Mehrere hunderttausend Euro kostet das Ding. Also wir glauben schon, dass es einen weiteren Konsolidierungsprozess auch in der Landwirtschaft geben wird. So schwer das auch für einzelne Kunden von uns sein wird, aber es wird so sein, dass wir noch zu größeren Strukturen kommen. Die Politik wird da bestimmt Rahmenbedingungen setzen, aber der Wettbewerb auch in der Landwirtschaft weltweit ist so hoch, dass wir Strukturen brauchen, wo auch kosteneffizient gearbeitet werden kann. Und da hilft die Digitalisierung natürlich auch weiter. Wie betrachten Sie denn ganz konkret jetzt auch den Standort in Bad Saulgau? Er ist mehrere Jahrzehnte alt, ist dann quasi in die Klaas-Unternehmensgruppe
Ende der 60er Jahre aufgenommen worden. Setzt die Unternehmensgruppe auch auf diesen Standort für die Zukunft? Ja, absolut. Vor 3 Jahren bin ich in den Süden gekommen. Man hört es ja an der Sprache, dass ich hier nicht aus dem Ländle stamme. Aber ich habe in Bad Saulgau gebaut. Und das Schöne ist, für den eigenen Standort Bad Saulgau haben wir auch Perspektiven. Wir haben mit Kaufland jetzt Grundstücke getauscht, sodass wir direkt in Bad Saulgau noch mal rund 15.000 Quadratmeter gewonnen haben für die Expansion hier auch am Standort. Was wünschen Sie sich denn, wenn Sie so die Zukunft auch der Landwirtschaft betrachten, auch gerade in ländlichen Regionen für die Landwirte? Mehr Verständnis für das, was auf den Feldern passiert? Ich kann mich nur an die hupenden Autos auf irgendwelchen Landstraßen erinnern, wenn da mal ein Mähdrescher kreuzt. Ja, ganz ehrlich, wenn ich hinter einem Mähdrescher mit meinem Auto feststecke, habe ich natürlich auch den Wunsch, dran vorbeizukommen. Aber mit der Landtechnik haben wir eine ganz wichtige Funktion. Wir ernähren die Bevölkerung. Und deswegen sollte man dann auch mal die paar Minuten Zeit haben. Und die Maschinen sind größer geworden. Und da muss man, wenn man auf dem Feldweg ist oder auf der Straße, auch Rücksicht nehmen auf die Produktion von Pflanzen. Dann bedanke ich mich herzlich an dieser Stelle für das Gespräch und auch für die spannenden Einblicke in die Digitalisierung der Landwirtschaft. Wir haben ein bisschen was erfahren, wie natürlich erstmal auch die Landtechnik sich weiterentwickeln wird, aber auch das Berufsfeld des Landwirts sich grundsätzlich verändern wird. War schön, dass Sie hier waren, Herr Lubeck. Ja, danke, Herr Benzer. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.